Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier in Minecraft. Wir besuchen heute unseren Fußballverein. Er ist jetzt komplett eingerichtet. Ich hatte euch ja unter dem letzten Fußballverein-Video gefragt, was soll da reingebaut werden. Habt ihr ja fleißig Vorschläge gestellt. Und von daher machen wir jetzt den Ausflug zum Fußballverein und ich hoffe, euch gefällt es. Von daher legen wir los. Wir sind wieder unterwegs in unserem schönen Wohnviertel und heute machen wir die Tour bei unserem Fußballverein. Den habe ich jetzt eingerichtet. Ich hatte euch ja gefragt, was da rein soll und ihr habt ja fleißig untergeschrieben. Leider war da eigentlich oft das Gleiche mit dabei. Zum Beispiel Umkleidekabinen, Duschen, Wirtschaftsraum. Das ist für mich immer eine Küche. Und dann vielleicht noch so Kleinigkeiten, die man natürlich dekomäßig platzieren kann. Wir haben uns natürlich jetzt erstmal darauf beschlossen, den Verein natürlich einzurichten. Da waren jetzt zwei Ideen noch mit bei für den äußeren Bereich, aber dazu kommen wir noch später, denn unser Vereinsgelände ist ja immer noch nicht fertig. Da wollen wir noch immer was bauen. Kommen wir erstmal zum Start. Hier habe ich mir jetzt gesagt, hier wollte ich einen Parkplatz bauen. Blieb ich auch dabei. Ich habe mir gedacht, hier für unser Vereinsgebäude machen wir einen Parkplatz, der natürlich nicht kostenfrei ist, sondern hier musst du dir ein kleines Ticket ziehen. Kennen wir vielleicht, ne? Man fällt drauf, zieht ein Ticket, steht die Schranke hoch und dann kannst du hier natürlich dich hinstellen und parken. Ja, nicht nur für unser Fußballverein ist dieser Parkplatz natürlich dann super, sondern auch für unsere Wohngemeinschaft ist das perfekt. Denn müssen die halt nicht, sag ich mal, wenn du Besuch kriegst oder so und sag ich mal, deine Auffahrt ist schon voll, müssen die Leute sich nicht unbedingt hier an unseren Straßenrand stellen, sondern können dann auch hier gleich diesen Parkplatz mitnutzen dafür. Tja, für so einen Ticketschalter, sag ich mal, wenn wir so einen Parkplatz haben, brauchen wir natürlich dann auch einen Automat, wo wir den einlösen können. Habe ich hier einfach mal an die Ecke gebaut, einen ganz simplen, wo man sich dann hier einfach sein Ticket dann auch ziehen kann. Ja, dann wollen wir natürlich jetzt einmal reingehen und unser Fußballvereinsgebäude von innen drin uns hier einmal angucken. Ich habe mir noch so einen kleinen Weg gebastelt hier, der so hinführt, so ein bisschen schräg. Ja, da muss man mal gucken, wie man sich das immer machen wollte. Aber ich dachte mir, so ein gerader Weg, den finde ich doof. Von daher einfach so ein bisschen schräg gemacht. Ich bin jetzt auch schon dazu gekommen, meine Türen und alle jetzt fertig zu bauen. Also so, dass die auch wirklich aufgehen, finde ich immer ganz schick. Hier auf der Vorderseite können wir sie gleich mal gucken. Hier meine schöne Schiebetür. Und ich glaube, ich werde das beibehalten, dass ich meine Schiebetüren immer in Verbindung zu Mauern mache, weil ich finde das einfach schick, wie die sich halt immer mit dem Glas verbinden. Ne, das ist doch immer nett. Wenn natürlich dir auch solche Türen für dein Vereinsgebäude basteln willst, verlinke ich dir gerne das Video dazu, wie man sich Schiebetüren in Minecraft baut. Denn ich meine halt, wenn man es erstmal raus hat, dann ist das eigentlich immer ganz einfach. So, wir kommen rein. Wir begehen uns, also kommen dann hier erstmal in die große Halle hier einmal rein, in unserem Flurbereich. Ja, was kann man sich hier so hinstellen? Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen Grünzeug mir hingemacht und ein paar Trophäen. Ja, so einen richtigen Trophäenschrank in Minecraft kann man halt nicht basteln. Daher, ja, einfach ein paar Trophäen mit unseren Rüstungsständern mal ein bisschen dargestellt. Auf der gegenüberliegenden Seite einfach spiegelverkehrt mir das hier ein bisschen gemacht. Denn, ja, für den Innenbereich hier wusste ich nicht genau, was ich machen wollte. Ich hätte sonst noch Sitzbänke oder sowas gebaut, aber fand ich nicht so toll. Na, also von daher hier so ein paar Trophäen, die vielleicht unser Verein schon gewonnen hat. So, dann kommen wir jetzt zu den paar Vorschlägen, die hier Leute gebracht haben. Erstmal Wirtschaftsraum, den habe ich mir hier unten einmal reingebastelt. Halt eine schöne Küche, eine große Küche, wo halt man für das Team auch kochen kann. Ich hoffe natürlich immer gesund. Na gut, eine große Küche sollte halt sein und ich finde, das haben wir erfüllt. Gleich gegenüber habe ich mir gemacht, dass denn hier unser Team auch essen kann, also so ein kleiner Speisesaal. Da habe ich mir das jetzt einfach mal gedacht, dass hier ein großer Tisch ist, ein großer Esstisch mit ein paar Stühlen dran. Hier an der Seite stehen noch ein paar extra Stühle, falls, ja, sage ich mal, nicht genug Platz sein sollte, dann können wir hier einfach ein paar hinstellen. Aber ich meine halt, in Minecraft passen ja insgesamt so immer so um die 8 Leute auf den Server und von daher sollte alles eigentlich hier schon komplett ausreichen. Aber naja, Esszimmer gleich gegenüber. Ich wollte nicht unbedingt, dass die Leute, sage ich mal, hier ihre Teller kriegen und laufen da oben. Muss ja nicht sein, von daher extra Raum dafür. Ich habe das Ganze mir auch immer noch hier oben einmal beschriftet, damit, wenn hier einer, sag ich mal, zu Besuch ist, er auch weiß, was das hier für ein Raum ist, wenn man es nicht erkennen sollte. Nö, da kann man machen. Bevor wir jetzt einmal nach oben gehen, gehen wir zur anderen Seite und gucken, was wir da noch haben. Wie gesagt, ich habe mich an eure Vorschriften gehalten, ne, nach euren Ideen. Zum einen, hier haben wir eine Umkleide, also die Umkleidekabinen. Ich habe mir jetzt gedacht, ja gut, im Vereingebäude wollte ich jetzt nicht unbedingt hier überall zu Wände machen. Von daher habe ich jetzt hier den Durchgang einfach mal offen gelassen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht allzu schlimm. Und dann haben wir hier unsere Umkleidekabine eigentlich sehr offen gehalten. Ich habe mir hier diesen Farbmix, sage ich mal, das sage ich mal hier so alles ein bisschen in dunkler Farbe gehalten, weil die Wände ja, sage ich mal, so weiß-rot sind, finde ich das ganz passend. Dann haben wir hier unsere Schränke, die auch funktionieren. Also kannst du ausfahren, hast ein Fach. Ich würde mal sagen, hier pro Reihe, also pro Ding haben wir immer hier zwei Fächer, weil eine Schalkerkiste verbindet sich halt nicht mit einer anderen Schalkerkiste, wie man das bei Truhen kennt. Von daher könnte man sagen, haben wir dann hier immer zwei Fächer auf einer Ebene. Ja, dann kann man sich hier natürlich dann erstmal umziehen oder ja erstmal seine Klamotten verstauen, wenn man dann, sag ich mal, vom Spiel schon kommen sollte. Dann haben wir gleich gegenüber die Duschen. Bei den Duschen habe ich hier einfach mal das wirklich zugebaut, weil keiner will ja sehen, wie du hier nackig rumläufst. Daher einfach hier ein paar schicke Duschen. Hier haben wir auch nochmal extra, also für die, ja weiß ich jetzt, wenn du hier noch irgendwelche Werbsachen ablegen willst, wenn du zur Dusche gehst, dann kannst du die hier auch noch verstauen.
Und jetzt brauchst du keine Angst haben, wenn du dich, sag ich mal, jetzt hier in die Dusche stellst, ich kann keiner beobachten, das sind vertönte Scheiben, das heißt in der Regel, dass du halt nur nach außen gucken kannst und von innen kann dich keiner sehen, ne? Das ist der Vorteil bei vertönten Scheiben. Also keine Angst, wenn du hier nackig rumläufst. So, dann haben wir hier ein paar schicke Duschen, natürlich dargestellt mit einem Hebel, um sie zu aktivieren. Dann haben wir hier oben natürlich dann hier einmal zack. Ah nee, Quatsch, das funktioniert gar nicht so, wenn man da auf den Hebel drückt. Man muss dann schon auf den Knopf hier oben drücken. Und dann kommt das Wasser hier zack einmal runter und fließt dann hier in unseren Gulli rein. Finde ich ganz nett. Und dann hat man hier auch ein paar schicke Duschen. Ne? Kann man auch wieder deaktivieren. Gefällt mir. Andere habe ich auch nochmal gemacht, dass die funktioniert. Muss ich auch treffen, den Knopf. So, dann kannst du hier dich duschen. Hier ist auch noch eine kleine Ablage für Seife oder... Ja, für Seife eigentlich, ne? Was man da sich noch ein bisschen verstauen kann. Tja, die Duschen halt. Ich hoffe, das habe ich gut umgesetzt und ihr, ja, seid damit so ein bisschen zufrieden, so als Anregung, wie man sich natürlich hier ein bisschen basteln kann. Ihr könnt euch natürlich auch in die Wände, sag ich mal, noch eine Tapete reinhauen, wenn ihr wollt. Also der Platz reicht da eigentlich auch mal aus. Sag ich mal, auf der innenliegenden Wand habe ich das jetzt einfach natürlich so einmal vorgestellt. Ich hätte natürlich dann hier auch noch so ringsrum noch ein bisschen Tapete machen können, aber ich habe das halt so in der Farbe so ein bisschen hier gehalten, wie ich das schon habe. Und daher passt das ja. So, dann verlassen wir mal die Duschen und gehen mal nach oben, was sich denn da noch so verbirgen sollte. Und ihr habt wirklich nicht wirklich was vorgeschrieben, was wir oben bauen könnt, weil da habe ich mir da selber was ausgedacht. Hätte mir ein bisschen was gewünscht, dass ihr euch ein bisschen kreativ wieder ein bisschen, ja, sag ich mal, entfaltet in den Kommentaren, aber naja, beim nächsten Mal, ne? Da könnt ihr gerne was reinschreiben. Es kann auch gerne immer was Verrücktes sein, was wir hier reinbauen. Denn ich meine halt, dann haben wir ja was. Aber ich habe oben mir, sag ich mal, mehr was Vernünftiges drin gebaut. Schauen wir mal. Also wenn wir jetzt hier nach oben gehen, habe ich nochmal so ein bisschen hier ein bisschen was umgestaltet. Und zwar, sag ich mal, hier diese Absperrung, wie man nach unten, also sag ich mal hier, dass man nicht nach unten fällt, habe ich mir noch ein bisschen überarbeitet. So einen neuen Look. Ich habe auch nochmal den Boden hier ein bisschen geändert, dass ich hier, sage ich mir, noch so einen Übergang habe, da zu der Fläche, was wir hier haben. Und hier haben wir zum Beispiel den Besprechungsbereich, also wo man, sage ich mal, mit dem Trainer sich nochmal vorm Spiel oder fürs nächste Spiel, sage ich mal, ein bisschen informiert über die neue Taktik. Habe erst so überlegt, ob ich dann hier sowas Normales hinbaue oder ob ich mir da einen Fernseher baue. Aber dann dachte ich, nee, da machst du so eine Plan, also so eine Tafel, dass dann der Trainer hier steht und dir so ein bisschen was erklärt über die nächste Taktik, ne? Wie wir, sage ich mal, unseren Feldzug halten hier fürs nächste Spiel. Tja. Und ich wollte das jetzt auch nicht so machen, dass es hier alles so stumpf ist, dass hier einfach ein paar Sitzreihen sind und vorne ist halt der Trainer. Nee, das soll halt wirklich so gemütlich sein. Hier so eine schöne runde Bank oder so ein rundes Sofa, was wir hier haben, wo man sich hinsetzen kann. Normaler Tisch, wo man Getränke, Knabbereien auch hinstellen kann für die Gespräche. Und vielleicht noch zwei Extrasessel, wenn man möchte, ne? Also, dass man hier eigentlich ganz gemütlich sitzen kann und sich ja ein bisschen austauschen kann. Ich habe dann auch hier, sage ich mal, meine Wände noch ein bisschen hervorgehoben, so eine kleine Rundung mit reingebaut. Auch nochmal hier, sage ich mal, die Muster genommen, die wir jetzt auch an den Seiten noch einmal haben. Und dann habe ich noch natürlich noch unsere Nationalflagge dahinter einmal reingebastelt. Da könnt ihr natürlich auch basteln, was ihr wollt, von flaggenmäßig, ne? Also da tobt euch immer aus. Tja, dann haben wir hier unseren Besprechungsbereich, finde ich ganz schick, gemütlich, auch hier über ein paar Pflanzen an den Seiten hin, dann reicht das hier schon völlig aus. Wenn wir dann natürlich nach also einem Fußballspiel natürlich, sage ich mal, noch ein bisschen Zeit haben und uns noch mit unseren Teamkollegen ein bisschen amüsieren wollen, gibt es dann hier noch so eine kleine Spielecke. Wir haben zwei Billardtische und eine Tennisplatte, wo man dann hier noch ein bisschen spielen kann. Falls wir natürlich jetzt zu viele überall spielen sollten, haben wir noch eine so kleine Couch hier, dass man sich auch ausruhen kann, wenn man hier, ja, gerade gespielt hat und meint, nee, jetzt will ich nicht, jetzt setze ich mich kurz hin und gucke einfach zu, wie meine Teamkollegen sich hier noch ein bisschen fetzen. Ja, wie gesagt, Billardtisch, ganz einfach, ne, wie man sich das hier so ein bisschen basteln kann. Genauso ist das hier mit einem Tischtennistisch, ne, also Tischtennisplatte und Billardtisch. Ne? Also, ganz einfach sind ja auch hier diese Billardtische, indem ich mir jetzt hier einfach noch so ein Lesepult mal reingesetzt habe und darauf dann einfach den Teppich machen. Das sind dann hier diese Köhle, ne, wo man dann hier mit die Bälle ein bisschen anschupfen kann. Also ganz einfach und simpel, wie man sich das aufbauen kann. Ne? Tja, und so viel denn hier eigentlich zu unserem Fußballverein. So einfach kann man sich den einrichten, ne, wenn man möchte. Wir hätten theoretisch auch noch hier so ein bisschen, sag ich mal, das Ganze auflassen können, sodass man auch rauskommt. Naja, könnte man jetzt so auch noch machen. Aber da würde ich noch ein paar Griffe mir einmal platzieren, dass man auch hier rauskommt. So, mit Eisengitter sieht ja auch nicht schlecht aus, wenn wir es offen lassen. Machen wir einfach mal spiegelverkehrt zur anderen Seite, dann passt das auch mal so ein bisschen. Ja, da kann man ruhig machen, dass man hier auch rauskommt. Ja, dann haben wir einen schicken Fußballverein. Ich gucke hier nochmal die Tür. Also ich habe jede Seite halt auch so gemacht, dass die Tür halt immer aufgeht. Auch nochmal hier bei unseren Seiten kann ich auch nochmal zeigen. Ne? Schupp, und dann sind wir da draußen. Jetzt haben wir natürlich noch eine Sache, die wir hier noch bauen müssten. Und zwar wurde das auch vorgeschlagen. Und zwar eine Gaststätte oder halt eine, ja, Pommesbude, könnte man schon fast sagen, hier für unseren Fußballverein. Ich wollte das nicht unbedingt in unser Gebäude mit reinbauen, sondern das soll schon extern sein, so eine Gaststätte.
Denn ich werde mir, glaube ich, die Straße so machen, dass hier auf der anderen Seite dann auch wieder so weitergeht. Und dann kommt dann hier diese Imbissbude einfach mal hin. Für unseren Verein vielleicht noch so ein paar Tribünen dann hier vorne an der Seite. So dass wir dann hier, sag ich mal, eine Sitzmöglichkeit haben. Dann hier diese Gaststätte. Und dann, dass wir einen geraden Abschluss dann hier auf der anderen Seite haben. Weil ich weiß noch nicht, was wir hier hinterbauen. Ob dann hier wieder weitere Haus reinkommen oder ob da was anderes. Naja, müssen wir mal schauen. Na, jedenfalls hier ist dann der Plan irgendwann noch eine Pommesbude oder sowas. So, ich habe mich nochmal hier auf meine Terrasse hingestellt, denn es gibt ja noch ein weiteres Thema. Ich hatte ja euch, ja, sag ich mal, diesen Vorschlag gemacht, was bauen wir als nächstes. Ganz groß natürlich der Nachtclub. Und ganz ehrlich gesagt, von der Abstimmung her wird der Nachtclub definitiv gebaut werden. Wann das Ganze kommt, weiß ich noch nicht. Ich muss es ja auch erstmal, sag ich mal, dann umsetzen, einen Nachtclub bauen, auch erstmal die Position finden, ja, finden, wo ich mir den in der Stadt platzieren will. Habe ich jetzt so langsam. Jetzt bin ich schon am Basteln. Also, vielleicht dauert das noch ein, zwei Wochen. Ist meistens so, wenn ich euch irgendwas vorschlage, dass es immer so ein, zwei Wochen dauert, bis es kommt. Denn man muss es ja bauen, vorbereiten und dann kommt auch das Video. Aber sonst freue ich mich immer, wenn ihr mit abstimmt bei diesen kleinen Fragerunden. Ich versuche das mal öfter durchzusetzen, so einmal im Monat, dass ich das schaffe. Wenn nicht, dann bitte nicht böse sein, denn es ist einfach manchmal zu viel im echten Leben, dass man da einfach nicht hinterherkommt, denn ja, da ist halt so, ne? Wir sind wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt kannst du natürlich noch gerne in die Infobox oben einmal schauen. Da gibt es immer noch weitere tolle Videos. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, bleibst du immer auf dem laufenden Stand. Und da war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir noch einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.